crunch. That's why my chest hurts. I'm really surprised I didn't get hurt more, to be honest. Hi, liebe Leute, ich bin's wieder, Marc, und ich freue mich heute auf ein neues Format. Ich habe das schon mal probiert, es ist eine Art Reaction, aber es war doch schwieriger, als ich dachte, technisch. Und jetzt bin ich soweit und wir gehen direkt in ein ganz spannendes Video rein. Das andere Video mit Sam Pilgrim, wo er mich mal besucht hat, habe ich vor einer Woche oder so hochgeladen. Verlinke ich unten in der Videobeschreibung, könnt ihr mal reinschauen. Ja, ihr kennt ja den wilden Briten, sag ich mal, der gerne billige Bikes fährt, alte Bikes, schrottige Bikes, komische Bikes. Und man fragt sich immer, irgendwann passiert aber was der für Dinge fährt und was für Sprünge der macht damit. Und man hofft natürlich immer zu Sams Wohlergehen, dass nichts passiert. Jetzt ist was passiert und man könnte sagen, das war wirklich der Moment, da hätte er wirklich sterben können. Da hätte er sich sehr schwere Verletzungen, lebensverändernde Verletzungen zuziehen können. Und das war quasi einfach nur extremes Glück im Unglück. Und ja, ich will da nicht so lange drüber reden jetzt. Ich muss es euch einfach mal zeigen. Und dann können wir das ja einfach mal genauer analysieren. Und ich bin mal gespannt, wie ihr dazu denkt. Achso, kleiner Hinweis noch. Würde mich natürlich mega freuen, jetzt wo wir die neuen Formate starten und einiges jetzt abgehen wird, wenn ihr nochmal abcheckt, habt ihr ein Abo dagelassen oder habt ihr die Glocke aktiviert. Das hilft natürlich dann dem Kanal gesund zu wachsen und ihr verpasst auch nichts, was dann an neuen Videos kommt. Also zum Hintergrund, Sam hat einen Bambusrahmen ersteigert auf eBay oder so oder sich einfach im Internet geholt und hat damit quasi sein Dirtbike, sein Dual Salon Bike, wie man es nennen will, also ein kleines Hardtail zum Springen und so weiter umgebaut. Und ja, man weiß natürlich nicht, was dieses Fahrrad vorher alles gemacht hat. Trotzdem würde ich sagen, Bambus-Bikes können wahrscheinlich stabil sein und sind TÜV getestet für den Alltag, aber nicht für Dirtjump und Sprünge. Naja, man weiß nie, was passiert. Jetzt ist es passiert und zwar, Sam hat schon ein bisschen damit rumgesprungen und so und jetzt kommt er an einen Hipsprung in der Wiese und will nochmal einen richtig stylischen Tabletop ziehen und was dann passiert, müssen wir das mal angucken. Also gehen wir direkt mal rein. Da seht ihr ihn schon kommen, so mit vollen, macht einen richtig schönen Tabletop. So, man sieht also Sam 2013 FMB World Champion, Slopestyle war quasi seine Paradedisziplin, er fährt jetzt auch wieder Contest, also er ist einfach ein Athlet durch und durch und obwohl er sehr verrückt wirkt, eigentlich auch ein sehr kalkulierter Sportler. Ich war mit ihm einen Tag unterwegs, er ist kein Halodri, der einfach Kamikaze macht, sondern er wägt schon die Risiken ab. Mal gucken, was jetzt passiert. So. Zack, boom. Okay. Jetzt habt ihr gesehen, das Steuerrohr ist abgerissen, also einer der absoluten Worst-Case-Szenarien, was beim Mountainbiken passieren kann. Ich habe selber live schon mehrere Lenkerbrüche miterlebt, das ist ähnlich. Dann kannst du die nicht mehr mit den Händen abfangen, wie du es sonst machen würdest, oder abrollen oder irgendwie. Du hast einfach den Lenker in der Hand und es geht mit dem Gesicht zuerst nach unten. So, jetzt gucken wir mal kurz, jetzt nehmen wir nochmal den Sprung an und jetzt achtet mal ganz genau, was mit seinem Vorderrad passiert. So, er landet, jetzt Snap. Und das Gesicht geht nach vorne und zack. Das heißt, eigentlich Riesenpech, dass natürlich das Steuerrohr abbricht. Er sagt dann auch im Video, damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Aber ich drücke jetzt mal genau an der Stelle Stopp, wo ihr mal genau hingucken müsst, was hat ihm denn quasi sein Leben gerettet oder ihn vor einer ganz schlimmen Verletzung bewahrt. Man kann jetzt darüber diskutieren, sollte er sowieso einen Vollhelm anziehen bei den meisten verrückten Stunts, die er macht. Macht er hier auch nicht. Jetzt war es nichts besonders Verrücktes. Aber halt ein nicht so stabiles Fahrrad. So, jetzt gucken wir mal. Snap. Und jetzt. Seht ihr, den Moment. Da ist es so, dass er normalerweise, er hat den Lenker in der Hand. Das Gesicht würde jetzt mit voller Wucht eigentlich in den Bürgersteig, der neben der Wiese ist, einschlagen. Ihr seht, jetzt ist schon sein Nacken überstreckt nach hinten. Also die Gefahr von einer schweren Schädelverletzung, von schweren Gesichtsverletzungen und einer schweren Halswirbelsäulenverletzung ist sehr, sehr stark gegeben. Also das ist quasi eine der schlimmsten Dinge, die passieren kann, weil er hat das volle Momentum. Er kann sich nicht mehr abfangen, nicht mehr abrollen. Es ging alles so schnell. Und jetzt schaut mal auf sein Vorderrad und seine Brust.
So, er hat auch direkt gesagt, boah, meine Brust tut so weh. Das Vorderrad mit der Federgabel ist nicht zur Seite gekippt und nicht mega schnell weggetitscht, sondern es blieb da und es hat ihm hier sein Leben gerettet oder ihn von der schweren Verletzung bewahrt, weil es den kompletten Impact nimmt jetzt seinen Brust-Schulter-Bereich auf dem Vorderrad. Schaut euch das genau an. Dann, von da aus, kann er sich dann zur anderen Seite fallen auf die Schulter. So, wir gehen hier nochmal zurück. Stellt euch mal jetzt mal vor, das Vorderrad wäre weg nach vorne getitscht oder es wäre seitlich weggetitscht. Dann wäre er wirklich mit seinem Gesicht in den Bordstein rein. Also da hätte er auf jeden Fall ja, sich sehr, sehr schwer verletzen können. Und es ist alles kein Videospiel. Es gibt genug Fälle von Leuten, die sich auch bei Profi-Events sogar sehr schwer verletzt haben mit Lebensveränderungen, veränderten ja, Folgen. Zum Beispiel Franz Großmann, den ihr kennt. Schöne Grüße an ihn, falls ihr das seht. Der ist leider bei einem Rennen, Urban-Down-Rennen, so verunglückt, dass er immer noch quasi auf dem Weg sich kämpft. Also er ist ein Kämpfertyp, um an sein altes Level ranzukommen. Aber wenn man so schwere Kopfverletzungen hat, muss man sich hier erstmal ins Leben überhaupt kämpfen. Und dann wieder aufs Bike zu kommen und auf das Niveau, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und es geht nicht bei jedem gut. Deswegen, das war echt eine knappe Geschichte. Jetzt interessiert es mich. Seid ihr der Meinung, ich übertreibe da völlig? Oder sagt ihr, ihr habt da noch ein Detail gesehen jetzt bei dem Sturz, was ich jetzt nicht gesehen habe? Würde mich natürlich interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, also haben wir uns jetzt mal genau in der kleinen Mini-Reaction angeschaut, wie Sam Pilgrim wirklich Glück und Unglück hatte. Und ja, ich bin mal ganz gespannt auf die Diskussion, auf den Austausch. Und ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Ciao.